Hallo, ich bin Eschak, herzlich willkommen zu einem weiteren Guide-Video zum Spiel Elden Ring. Und zwar befinden wir uns in Caelid am Schloss Rotmähne an einem wunderschönen Strand, der sich perfekt eignet für einen Bosskampf. Und zwar gegen die Sterngeißel Radahn. Ja, dazu müssen wir erstmal durch diesen Teleporter und da sind wir auch schon direkt in der Boss-Arena, in Klagedünen. Und der Boss öffnet sogleich das Feuer auf uns. Ja, dem kann man ganz einfach entgehen. Ups, ja, in dem Fall bin ich dem nicht ganz entgangen. Aber wenn man in die entgegengesetzte Richtung reitet, dann hört er auf einmal auf zu feuern. Und, ja, feuert dann nochmal irgendwo kreuz und quer. Das soll uns aber nicht weiter stören. Und wählt direkt seine Nahkampfwaffen, um uns zu attackieren. Ja, dieser Kampf macht sich ganz gut vom Pferd aus. Da kann man immer wieder seine Attacken abwarten, seine Kombos. Die ist hier sehr, sehr tödlich. Der Kampf besteht auch aus mehreren Phasen. Da kann man immer wieder so kleine Nadelstiche landen bei ihm. Ja, die ist noch gefährlicher, haut uns auch unter Umständen das Pferd weg. Oh, das ist relativ einfach. Also so kann man sich das wirklich leicht machen. Man wartet einfach ab, bis er eine Kombo macht. Dann reitet man auf ihn zu, schlägt einmal und verzieht sich dann wieder in den sicheren Hintergrund. So kann er einen, zumindest in dieser Phase des Kampfes, nicht einmal treffen, ne, wenn man aufpasst. Auch das Pferd nicht, was ja noch wichtiger ist, weil das führt immer wieder zu Verzögerungen, wenn man dann getroffen wird, also wenn das Pferd getroffen wird. Noch fataler ist es ja, wie man hier jetzt sieht, ne? Noch fataler ist es natürlich, wenn er einem das Pferd weghaut. Das wollen wir unter allen Umständen natürlich vermeiden. Ja, das ist eine sehr lange Kombo, die er macht. Also kann man sich vorstellen, was die für Schaden anrichtet. Gerade wenn man hier nicht der stärkste Charakter ist. Also man sollte sich ihm überhaupt erstmal stellen, wenn man so ab Stufe 50 ist. Ne? Also da würde ich sagen, ist man ganz gut aufgestellt. Man kann es mit ihm aufnehmen. Ja, jetzt geht das schon so ein bisschen in die nächste Phase über, kann man sagen. Ja. Das sind hier Pursuer, da muss man einfach seitlich reiten und kann ihnen so ganz gut entkommen. Ja, das ist eine Energiewelle, die er erzeugt. Da gräbt er vorher seine Schwerter ein, wie man gesehen hat. Ne? Und die kann man aber ganz leicht mit dem Schwert, mit dem Pferd überspringen. Aber nach wie vor gilt dasselbe. Ne? Also abwarten, was er für Kombos macht, was er für Attacken macht. Und danach dann direkt angreifen. Jetzt kommen wieder diese schnellen Pursuer. Ja. Wenn man da ungünstig platziert ist mit dem Pferd, in dem Moment kann man trotzdem getroffen werden. Am besten wirklich immer seitlich wegreiten. Dann können sie ihn eigentlich nicht treffen. Das ist die lange Kombo von ihm nochmal, die sehr viel Schaden aufbauen kann. Und dann verschwindet er plötzlich. Wunderbar. Ist der Kampf vorbei? Nein, nicht wirklich, wie wir so gleich sehen werden. Denn er kommt als Meteor zurück. Ja, der reitet einfach irgendwo hin. Am besten nicht in die Nähe des Meteors. Den habe ich jetzt nicht gesehen, ich bin einfach mal losgeritten. Aber wurde nicht getroffen, ne? Also das könnte er dann auch so machen. Ja, hier wieder diese Energiewelle. Das macht er nach wie vor ganz gerne. Aber jetzt kommen noch größere Meteore dazu. Das ist der Vorteil, dass sie nicht so gleich auf uns losgehen sozusagen. Auf uns geschossen werden. Da kann man ihn quasi eine ganze Weile noch attackieren, bevor die losgelöst werden. Also er gibt dann quasi ein Zeichen. Und dann fliegen die erst los. Also das wird vorher angekündigt von Radahn. Aber er kann immer noch die kleineren erzeugen, wie man gleich sehen wird. Ja, da sind sie. Die uns behaken können. Ah, jetzt habe ich schon zu lange gewartet. Deswegen sollte man in dem Moment jetzt nicht angreifen. Also jetzt könnte es nämlich sein, dass er die jeden Moment losschickt. Genau, da macht er dieses Zeichen. Und sie fliegen unvermittelt auf uns zu. Und er kann natürlich trotzdem seine üblichen Gravitationsattacken auf uns ausüben. Jetzt erzeugt er wieder die Pursuer. Gar kein Thema. Den kann man sehr leicht entgehen. Nach wie vor. Ja, das ist so eine Art Schraubattacke. Die ist auch sehr gefährlich, kann man sich ja vorstellen. Also gerade mit Level 50 oder so kann man da schon
einen Insta-Tod erleiden. Ja, diese Attacke, das ist eine Gravitationsattacke, da zieht er einen zu sich ran. Erzeugt auch ein bisschen Schaden, aber jetzt nicht allzu viel, also zumindest bei mir nicht zu dem Zeitpunkt. Aber es ist halt ein sehr großer Flächeneffekt. Da kommen wieder die großen Meteore. Wie gesagt, da kann man noch eine ganze Weile attackieren, bevor er die losschickt. Das dauert immer einen gewissen Moment. Und da kann einem nichts passieren, ne? Außer natürlich aufgrund seiner Angriffe, die er unvermittelt weiter fortsetzt. Ja, und auch die kleinen Pursuer. Aber wie gesagt, das ist gar kein Problem, den erfolgreich auszuweichen. Genau wie diese Energiewelle, da muss man nur rechtzeitig springen. Man überspringt sie dann einfach, am besten mit einem Doppelsprung, um auf Nummer sicher zu gehen. Ja, jetzt hat er sie losgelöst. Aber auch den kann man gut entgehen. Ja, vielleicht einmal mehr heilen als einmal zu wenig, ne? Weil ihr habt in der Regel zu diesem Zeitpunkt schon relativ viele Flaschen. Ah, jetzt steigt er sogar nochmal empor, um als Meteor erneut auf die Erde zu stürzen. Und diesmal sehen wir das wunderbar. Ja, zum Glück ist er direkt in die andere Richtung geflogen. Und wir konnten Weiß ausnehmen. Ja, da wird man eigentlich selten getroffen, wenn man nicht gerade an einer Stelle länger verharrt oder so. Immer in Bewegung bleiben ist hier die Devise in diesem Kampf. Ja, sonst übt er wieder dieselben Attacken aus. Diese Schraubattacke, die wir gesehen haben, na, die macht er zum Glück sehr, sehr selten. Und auch der kann man relativ gut entgehen. Selbst mit dem Pferd. Man kann ihn auch ohne Pferd bekämpfen, also sehr nah rangehen an ihn. Das geht auch. Das habe ich in meinem ersten Kampf gegen ihn so gemacht. Aber da war ich auch schon sehr, sehr stark zu dem Zeitpunkt. Also deutlich OP. Und insofern hat er mir da eh nicht mehr so viel Schaden gemacht. Das macht bei dem Kampf übrigens einen Riesenunterschied, mit welchem Level ihr gegen ihn antretet. Ja, ihr müsst ja einfach ein bisschen geduldig sein, ne? Wie man sieht, das zieht sich ja schon ein bisschen hin, der Kampf, aber so nimmt er halt denkbar wenig Schaden und könnt seinen Attacken, gerade seinen Flächenangriffen, sehr gut ausweichen. Und das war er dann auch schon. Was lange währt, wird endlich gut und ihr bekommt Radahns große Rune, er ist ja auch ein Fragmentträger, sein Echo und übrigens auch seine Rüstung ist jetzt zu bekommen. Oh, und jetzt passiert noch was. Jetzt kommt eine Zwischensequenz, die etwas Besonderes auslöst. Aber dazu gleich mehr. Ja, damit ist jetzt ein Meteor gen Boden gestürzt und ein neues Areal hat sich dadurch freigeschaltet innerhalb von Limgrave. Die Markierung ist zum Glück auch auf der Karte jetzt platziert. Also dann, bye bye, ciao ciao, bis zum nächsten Mal, euer Chuck, lasst es euch gut gehen und falls euch die Folge gefallen hat, wisst ihr ja, lasst ein Like, genau da, bis dann.